Ich habe mal wieder online geshoppt und diesmal bei H&M und ASOS im Sale. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch, was ich mir gekauft habe. Die meisten Sachen müsst es sogar noch geben. Ich fange mal mit H&M an. Einmal habe ich mir dieses Oberteil auf links. Es hat so 7/8 Ärmel, die sind schwarz und der Rest ist so Bordeaux, würde ich sagen. Hier ist so eine kleine Tasche vorne dran und es ist sehr dünn und sehr leicht. Und es geht hinten weiter runter und es geht auch über den Hintern drüber. Und es ist echt toll, das ist so richtig angenehm, weil es so dünn ist und so ein ganz leichter Stoff. Dann habe ich mir noch ein Oberteil gekauft und zwar dieses hier. Und das ist ein bisschen größer, ich habe es mir in L gekauft, weil M war aus, aber ich fand es so schön, es hat so ein cooles Muster. Ich hoffe, ihr seht das. Und hier vorne so eine Knopfleiste. Und das finde ich echt hübsch. Dann habe ich mir einen Pullover gekauft und den habe ich mir auch in L gekauft. Ich mag auch gerne so große Sachen, die so ein bisschen schlabberiger sind. Und zwar sieht er so aus. Der hat auch so 7/8 Ärmel, die sind hier vorne so umgekrempelt. Und hier vorne ist so ein Nix. Und der geht auch hinten ein bisschen weiter runter. Und der ist voll cool. Der ist so richtig bequem und so voll kuschelig. Und der geht so weit runter, dass man den auch mit einer Leggings anziehen könnte. Und das finde ich echt gut. Apropos Leggings. Habe ich mir eine Samt-Leggings gekauft. Und zwar in schwarz. Und die ist auch in L. Und deshalb sitzt sie auch ein bisschen lockerer. Und also ich werde die mehr so als Haushose wahrscheinlich tragen. Aber dafür finde ich sie total cool. Die Beine sind halt hier relativ dünn geschnitten, aber es ist halt ein bisschen lang, also ja. Aber für zu Hause finde ich es total bequem und voll cool. Ich wollte unbedingt so eine haben. Dann habe ich mir ein Kleid gekauft. Und es hat so eine Jeans-Optik, das finde ich total hübsch. So sieht es aus. Und das ist ein bisschen kürzer, ganz hübsch. Und diese Nähte hier vorne sind total toll, weil die so nach innen reingehen und es macht halt eine ganz tolle Figur und das sieht wirklich gut aus. Und das sitzt auch relativ eng, aber es sieht echt sehr gut aus, weil der Rock so ein bisschen weiter ist und das macht echt eine gute Figur und ja, finde ich total schön. Und dann habe ich mir noch ein Kleid gekauft. Und das habe ich jetzt nicht da, das ist mir zu groß. Das war auch in Größe L und ich dachte, das ist nicht so schlimm, wenn es ein bisschen größer ist, aber es war riesig, es war so skatermäßig, so relativ schlicht, aber es war riesengroß, wäre mir wahrscheinlich in einem auch so groß gewesen. Oh nein. Dann habe ich mir noch einen Rock gekauft. Und der sieht so aus, der ist ein bisschen kurz. Aber den habe ich mir in M, also in Größe 36 gekauft und der ist, also der Gummizug ist so weit, dass man ihn auch hüftig tragen kann, ohne dass es dann irgendwie so quetscht oder so. Deshalb geht es, dass er nicht so lang ist. Und der hat so einen Unterrock drunter und deshalb, also hier, kein Unterrock. Und deshalb steht der so ein bisschen weg, wenn man ihn anhat und es sieht super süß aus. Der ist total cool und ich finde halt auch das Muster sehr hübsch. Das ist ein bisschen so ombre-mäßig hier unten, ist dunkler. Sehr hübsch. Das waren schon die Sachen, die ich mir beim H&M gekauft habe. Kommen wir zu ASOS. Da ist 70% Sale gerade. Richtig toll. Und ich habe mir ganz viele Kleider gekauft. Einmal dieses hier. Da finde ich den Schnitt ganz, ganz toll. Das H&M-Kleid wäre auch so gewesen. Das hat mir leider nicht gepasst. Weil halt hier eine Naht ist an der Taille. Und dann geht der Rock so ein bisschen nach außen. Und ich das macht einfach wirklich eine sehr schöne Figur. Das mache ich total gerne. Das Kleid, das ich jetzt anhabe, ist auch so. Das ist von Primark. Das habe ich in meinem Weihnachtsgeld-Ready-With-Me. Und da finde ich auch das Muster sehr hübsch. Das ist so ein bisschen so aztekenmäßig. Irgendwie halt in schwarz, naja, so in grau, blau-weiß irgendwie. Aber richtig schön. Und die Ärmel sind auch so 7/8. Und wobei man auch sagen muss, das Kleid ist schon sehr eng geschnitten. Das ist jetzt Größe 8, das ist 36. Und vor allem an den Armen so ist es schon relativ eng. Und auch so obenrum ist es ein bisschen enger. Aber es passt halt ganz genau und das sieht wirklich toll aus. Und der Stoff ist auch sehr angenehm, ist so ganz weich und so sehr toll. Dann habe ich mir noch eine Jogginghose gekauft, so eine ganz normale schwarze. Und die ist ein bisschen lang und geht halt oben ein bisschen weit hoch, aber so zum Sport finde ich die ganz gut, weil die relativ dünn ist und die war, war die reduziert? Ne, die war nicht reduziert, aber ich hatte eine neue Sporthose gebraucht, deshalb habe ich mir die noch gekauft. Und dann habe ich mir noch ein schwarzes Kleid gekauft. Und das sieht so aus. Das hat überall so dieses Netzzeugs. Also die Ärmel sind nur so. Und sonst auf dem Rest ist es auch drauf. Und unten ist es auch so ein bisschen länger, dass man halt dann nur dieses Tüllzeug hat. Und das finde ich total hübsch.
Und ja, ist auch sehr eng geschnitten, aber es sieht total schön aus. Ist wirklich super. Und die Kleider waren alle reduziert, irgendwie auf 13 und 15, aber ich schreibe euch die Preise mit rein. Und ich war total begeistert. Ich habe in meinen E-Mails gelesen, dass da 11-40% Zeit ist. Und dann musste ich gleich gucken und dann habe ich gleich schnell alles in meinen Warenkorb geschmissen. Und ihr kennt das bestimmt, man ist nie rechtzeitig dran. Und dann sind immer die Sachen schon aus, die man haben wollte. Aber ja. Dann habe ich noch ein Kleid. Und das sieht so aus. Das finde ich auch super schön. Und hinten hat es so einen langen Reißverschluss. Und vorne hat es eben oben bis zur Taille so diese Blumen sind das irgendwie, die so draufgestickt sind, so tüllmäßig. Und in der Mitte sind so Pailletten mit drin. Super schön. Und der Rock ist dann so ein bisschen chiffonmäßig und so auch ausgestellt. Und da ist auch so drüber, also da ist unten eben so ein seidiger. Und drüber dieses dünnere, das auch so ein Stück länger ist. Und es ist einfach super schön, sehr hochgeschlossen, dafür keine Ärmel so. Und ich mag das, wenn das hochgeschlossen ist und dafür dann so, ja, es sieht so sehr feminin aus und so zierlich irgendwie. Das mag ich total gern, das finde ich super schön. Und die Farbe finde ich auch total schön. Es nannte sich Mulberry, da war ich auch kurz verwirrt, aber... Und zu guter Letzt habe ich mir noch einen Gürtel gekauft. Die sind nämlich auch runtergesetzt gewesen und die kosten, glaube ich, sonst 20 Euro. Ja, und jetzt hat er 5 Euro gekostet. Und das ist so ein Taliengürtel. Und der hat da so, ich hoffe, ihr seht das gescheit, der hat da so Zacken, die so runterhängen. Und das finde ich total cool. Und den habe ich mir in Größe M gekauft. Den hätte ich mir auch eine Nummer kleiner kaufen können. Weil ich muss, also da sind halt nur 3 Löcher und 3 so Dinger. Und eigentlich müsste man natürlich in jedes Loch ein Dings, aber ich muss es jetzt enger machen. Aber es geht auch, macht auch nichts. Aber total cool. Das sind wirklich ganz hübsche Gürtel, aber da solltet ihr mal gucken. Ja, das war auch schon alles, was ich mir gekauft habe. Sagt mir doch mal, ob ihr irgendwo einen super tollen Sale aufgespürt habt, dann schreibt mir das gerne. Und ja, ihr könnt mir auch gerne sagen, ob ihr euch auch irgendwas von den Sachen gekauft habt. Falls ihr noch nicht im Sale geguckt habt, schaut nochmal nach, da gibt es bestimmt noch ein paar schöne Teile. Und ja, dann sehen wir uns schon bald wieder im nächsten Video. Bis dann, tschüss!